Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was euer Tier so den ganzen Tag macht, wenn ihr nicht zu Hause seid? Das habe ich mich nämlich gefragt und deshalb verfolge ich Paulchen heute den ganzen Tag und schaue mal, was er noch so alles anstellt, außer schlafen und fressen. Es ist 13 Uhr und Paulchen freut sich, dass ich von der Schule nach Hause gekommen bin. Es ist 13.20 Uhr und Paulchen folgt mir auf Schritt und Tritt, weil er sich ein Leckerli von mir erhofft. Es ist 13.30 Uhr. Paulchen weicht mir immer noch nicht von der Seite, weil er immer noch ein Leckerli möchte. 13.40 Uhr. Paulchen bekommt jetzt seine Streicheleinheit. Und das ohne Leckerli, weil er auf Diät ist. Kleine Knutschkugel, du. Ja, das magst du. Uhr. Nach den Streicheleinheiten ist Paulchen so kaputt, dass er sich erstmal irgendwo hinlegen muss und sinnlos durch die Gegend starren muss. 15 Uhr. Paulchen hat etwas gehört und er weiß nicht, woher das Geräusch kommt. Er fragt sich, woher das Geräusch kommt. Aber er weiß es nicht, weil er nicht sehr schlau ist. Wenn er sich nicht fragt, woher die Geräusche kommen, dann denkt er ans Essen. Er denkt nur ans Essen, weil er verfressen ist. Alle Versuche, ihn bei The Biggest Loser anzumelden, haben bis jetzt nicht geklappt. Vielleicht klappt es nächstes Jahr. 15.30 Uhr. Paulchen hat so viel Hunger, dass er an seinem Ball leckt. Ihm schmecken die Bälle anscheinend richtig gut und wir wissen nicht, warum er das macht. Wahrscheinlich aus Verzweiflung. Aber er bekommt immer noch nichts zu essen, weil er auf Diät ist. Wer sich jetzt fragt, ja, was macht denn Paulchen den ganzen Tag, wenn wir nicht da sind und er alleine ist? Dann schaut euch mal dieses Kissen an, diese Scheibe. Er pennt den ganzen Tag. Und zwar wirklich den ganzen Tag. Er geht vielleicht einmal kurz auf Toilette und frisst ein bisschen was aus seinem Fressnapf, aber ansonsten pennt er die ganze Zeit. 16 Uhr. Körperpflege ist angesagt. Auch der dickste Kater möchte schön und gepflegt aussehen, deshalb putzt er sich mehrmals am Tag. 16.30 Uhr. Paulchen ist so kaputt von der ganzen Hygiene, dass er jetzt erstmal seine Base chillen muss und ein bisschen schlafen muss. 19.30 Uhr. Paulchen bekommt endlich was zu essen. Nach dem Essen wäscht er nochmal sein Fell, geht auf Toilette und pennt dann wieder den ganzen Tag. Paulchen hat ein sehr spannendes Leben.